Rebecca, du bist in ständigem Kontakt mit deinen Freunden, mit den Oppositionspolitikern und der Zivilgesellschaft in der Ukraine. Wie ist die Stimmung dort? In vielen Städten in der gesamten Ukraine sind in den letzten Tagen aus den Universitäten alle auf die Straßen gegangen. Ich habe aus der Westukraine gehört, aus Ternopil, aus Ivano-Frankivsk und aus Lemberg, dass Zehntausende von Studenten tagelang auf den Straßen gewesen sind. Und die Reaktion heißt einfach, wir wollen nicht zurück in den Machtbereich Moskaus. Wir wollen nicht Teil dieses Reiches von Wladimir Putin werden. Wir wollen uns orientieren weiter in Richtung der Europäischen Union. Man sieht es ja auch, man sieht überall diese Flaggen bei den Demos. Und das sind eben nicht orangene Flaggen in erster Linie, sondern das sind Europaflaggen und das sind Ukraine-Flaggen. Was sagen deine Freunde, was bedeutet das, wenn das Abkommen jetzt nicht zustande kommt? Was bedeutet auch das für sie persönlich in der Ukraine, die sich nun in den letzten Jahren immer wieder für den europäischen Weg eingesetzt haben? Leider hat sich ja die gesamte EU-Öffentlichkeit, Westeuropa in erster Linie dafür interessiert, was wir zu dem schlimmen Fall von Julia Timoschenko gemacht haben. Die meisten in der Europäischen Union wissen ja gar nicht, dass nicht nur selektive Justiz im Fall von Timoschenko und ehemaligen Mitgliedern ihrer Regierung zum Tragen kommt, sondern dass auch Beamte in der Provinz, die unliebsam sind, davon betroffen sind. Dass Journalisten, die versuchen, darüber frei zu schreiben, dass die bedroht werden. Die Demokraten in der Ukraine haben schon lange gesagt, dass unter Präsident Janukowitsch die Lage in der Ukraine schlechter geworden ist für diejenigen, die Freiheit und Demokratie wollen, als es unter dem Präsident Kutschma der Fall gewesen ist. Und also die Angst, dass diese Verschärfung, diese innenpolitische Verschärfung, dass die weitergeht, die Angst ist riesig. Reden wir über Russland und über Putin. Wie hat er es geschafft und wie beurteilst du es, wie er jetzt Einfluss genommen hat auf die Ukraine und auch letztendlich auf die Entscheidung, die Verhandlungen mit der EU erstmal zu unterbrechen? Ja, Wladimir Putin hat ja einfach entschieden, WTO-Regeln zu brechen und hat mehrere Länder der östlichen Partnerschaft, aber eben auch gerade die Ukraine, erpresst. Die haben einfach Handelsblockaden eingeführt. Bestimmte Güter, mit denen die Ukraine viele Einnahmen erzielt, konnten nicht mehr exportiert werden. Es ging in erster Linie auch um Schokolade. Das klingt lächerlich, aber es geht eben doch um Einnahmen, auf die die Ukraine auf keinen Fall verzichten kann. Die Europäische Union hat diesen Bruch der WTO-Regeln kommentiert, aber hat überhaupt nicht so auf den Tisch gehauen, wie man das gegenüber einer so unverschämten Intervention, Machtintervention Moskaus machen müsste. Und man sieht in dieser ganzen Auseinandersetzung um Moskaus Erpressung von Kiew, ja, und diese schwachen Reaktionen aus der Europäischen Union, man sieht darin auch die eigentliche Schwäche in diesen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Moskau. Jetzt haben wir viel darüber geredet, was das für die Ukraine bedeutet, wenn dieses Abkommen nicht zustande kommt. Was bedeutet das für die EU? Kann uns das eigentlich als EU-Bürger egal sein, ob wir nun ein Assoziierungsabkommen haben mit der Ukraine oder nicht? Oder hat das auch für mich als Europäerin Auswirkungen? So, die Ukraine ist das größte Land östlich der Grenzen der Europäischen Union. Es ist das Land, das von allen diesen Ländern die meisten Fortschritte seit 2004 in Sachen Demokratisierung gemacht hat. Das ist für die Europäische Union sehr wichtig, weil dieser große Nachbar, ja, nebenan, ob der demokratisch ist, ja, ob die gesellschaftliche, die wirtschaftliche Entwicklung da gut oder schlecht ist, das hat ganz viel dafür auch zu sagen, wie im Osten der Europäischen Union und in der EU selber die Entwicklung ist. Wir brauchen Stabilität und Sicherheit nicht nur in der EU, wir brauchen das auch in unserer Nachbarschaft. Und wer sich an die Gaskriege zwischen Moskau und Kiew erinnert, der weiß natürlich auch, dass viele der wichtigen Versorgungsleitungen durch die Ukraine laufen. Und das ist einer dieser Gründe, warum uns überhaupt nicht egal sein kann, was da passiert. Zum Schluss vielleicht noch,
Rebecca, was fasziniert dich selber so an diesem Land? Du bist ja jetzt schon seit Jahrzehnten immer wieder in dem Land unterwegs. Warum? Warum ausgerechnet die Ukraine? Was ist das in dem Land? Naja, eigentlich sind das ja wahrscheinlich immer Zufälle. Ja? Also was passiert mit einem, wenn man jung ist? In welches Land kommt man zuerst und unter welchen Umständen kommt man dahin? Ich bin halt 1988 das erste Mal in die Ukraine gereist. Da war das noch kein Staat, sondern da war das Teil der Sowjetunion. Und meine Aufgabe war damals, zusammen mit einer kleinen Gruppe von Umweltorganisationen aus Deutschland in das Sperrgebiet von Tschernobyl zu reisen und hinterher in Kiew und in Moskau mit Schriftstellern aus dem Pen Club der Sowjetunion öffentliche Veranstaltungen zu meinen, unseren Eindrücken dazu machen. Und ich habe halt damals, 1988, einige der ukrainischen Freunde kennengelernt, mit denen ich noch heute Kontakt habe, so eine Reise in die Zone. 1988, das schweißt schon zusammen. Und seither habe ich eben diese ganzen Aufs und Abs in der Ukraine mit immer mehr engeren Freunden verfolgt. Ich war 2004 fast jedes Wochenende den ganzen Winter auf dem Maidan in der sogenannten Orangenen Revolution. Ich weiß, was viele Leute da wollen. Die wollen wirklich nicht mehr zurück in die Raster einer gelenkten Demokratie à la Putin. Die wollen Freiheit und Demokratie und die wollen besseres Leben. Und ich möchte ihnen dabei einfach helfen. Dankeschön.